So Leute, es ist mal wieder Zeit, es ist Blackie zeigt Zeit. Dieses Mal seht ihr ja schon im Titel, Blackie zeigt heute KMC Triple Sleeving. Wir haben KMC Perfect Fits, KMC Hypermat Card Barrier, gesponsert bei einem Kollegen von mir, und KMC Card Barrier Series. Wer mich kennt, weiß, ich hantiere sehr, sehr viel mit Kartenhüllen rum und probiere echt eine Menge aus. Und so kam ich jetzt auf die Idee, mal durchzugehen, was die einzelnen Firmen so für Produkte haben. Das heißt, ihr werdet Reviews haben zu drei Sleeves, Inner Sleeve, Outer Sleeve und wenn es möglich ist, die Super Outer Sleeve, ich weiß nicht, die Triple Sleeve. Wenn das nicht möglich sein sollte und davon irgendwelche Varianten nicht da sein sollten oder bessere oder schlechte Qualität da sein sollten, vergib mir bitte, ich gebe mir Mühe, ein schönes Set für jede Marke zusammenzustellen. Deshalb gucken wir uns mal den Platzhirsch an, sag ich mal. KMC Inner Sleeves. Meiner Meinung nach die absoluten Platzhirsche und die Inner Sleeves von denen waren immer von einer super hohen Qualität, selten irgendwas zu meckern gehabt, immer stabil, immer sehr klar. Ich habe mir hier ein Carcass vorbereitet, das wird uns dann jetzt auch begleiten. Immer sehr klar, man sieht die Karte gut durch, es ist relativ stabil. Man hat hier oben auf jeden Fall noch genug Platz in der Hülle. Da werde ich auch gleich nochmal genau zeigen, wie das Ganze in der Hülle aussieht. Muss ich nicht viel zu sagen, sind meiner Meinung nach die besten stinknormalen Inner Sleeves, die man haben kann. Nicht nur die günstigsten, bei günstigsten weiß ich nicht, aber auf jeden Fall die besten. Dann nehmen wir uns mal hier eine KMC Hypermat Red. Die sehen aber nicht so rot aus. Es sind auch nur 80 Stück da drin. Hier sind 100 Inner Sleeves drin. Wie viel sind denn hier drin? 60 Stück. Und wir haben 80. Super Strains werden immer weniger. Hypermat und KMCs, die sollen von der Qualität her sehr hart nachgelassen haben in den letzten Jahrzehnten mittlerweile. Ich erinnere mich an eine Zeit, an denen sie tatsächlich sehr, sehr, sehr beliebt waren. Hier, die sind aber, wenn wir erstmal das Double Sleeven, funktioniert sehr einfach. Man sieht, die Hülle oben hat abgeschlossen. Man sieht, der Rand unten hat Platz. Ist schön drin, liegt gut drin. Hat man Double Sleeve. Und jetzt gehen wir halt einen Schritt weiter und gucken uns mal eine Triple Sleeve an. Bin ich jetzt mal auch hart gespannt drauf. So viele Triple Sleeves habe ich in meinem Leben noch nicht in der Hand gehabt. Ich weiß, dass viele davon dann nicht mehr in irgendwelche Deckboxen passen. Aber das besprechen wir hier jetzt mal gerade nicht. Okay, dann haben wir hier die Triple Sleeve für das Artwork. Ist hinten drauf jetzt sehr matt. Vorne immer noch relativ klar. Man sieht langsam, dass da so ein, wie so ein Film drauf ist. Und es fühlt sich sehr strange an, weil es sich sehr dick anfühlt. Ich bin mir jetzt auch nicht ganz sicher, ob ich beim Triple Sleeve nicht tatsächlich hingehen würde. Würde trotzdem den hier machen. Oha, das geht also gar nicht mal so einfach. Okay, das ist gut zu wissen. Einfach auch nur aus dem Grund heraus, dass ich finde, eine Triple Sleeve ist nur für eine Art Sleeve nützlich, damit die Hüllen geschützt werden. Wenn man jetzt zum Beispiel Art Sleeves von gewissen Herstellern benutzt und diese Sleeves nicht mehr gibt, kann man die damit schützen, weil einen zusätzlichen Schutzfaktor dürften die nicht wirklich geben. Keinen nennenswerten. Das heißt, das Triple Sleeven. Wir machen das, was wir am Ende dieser Season mit jeder Hülle mal machen, um es zu testen. Die Inner Sleeve. Warum benutzt man keine Inner Sleeves für Karten? Ja. Ist auch nur Plastik. Die Outer Sleeve. Jetzt bin ich halt mal gespannt, was die Hypermats. Okay, die brechen halt relativ easy dann durch. Aber sie haben schon Kraft gebraucht. Und das interessiert mich jetzt besonders. Eine Triple Sleeve ist ähnlich unstabil wie normale KMC. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen was zeigen. Triple Sleeves sind für mich halt noch relativ neu. Und ich finde die halt auch super sinnlos. Aber ich hoffe, ich konnte euch mit den besten Inner Sleeves was erzählen. Die Hypermats haben halt nachgelassen in den Jahrzehnten. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal beim nächsten Hersteller. Bis dahin, euer Blackseed. Ciao, ciao.